Hallo. Da bin ich wieder und wie fast immer so ganz und gar ungerecht. Da habe ich gestern nach gefühlten 20, vielleicht waren es auch nur 15 oder 10 Jahre, einem dieser ganz großartigen Menschen per Zufall wieder getroffen. Von deren Sorte ich ja durchaus einige auf meinem Lebensweg hatte. Immer viel zu wenig, aber auch immer mehr, als ich verdient habe. Und es war einfach vom ersten Augenblick an schön, wohltuend. Ich habe es genossen, ohne Ende. Und jetzt kommt wieder die große Beschwerde über beinahe den Rest der Welt. Insbesondere über einen Menschen, der, was meine Arbeit betrifft, in den letzten Wochen so unglaublich viel zerstört hat, kaputt gemacht hat und wie ich glaube, aus purer Dummheit. Und einem leider halt sehr, sehr schlechten Charakter, für den diese Person nichts kann. Sie hat möglicherweise mit mir etwas gemeinsam, nämlich Gutes tun zu wollen. Aber das Problem, wenn man so wie ich, und dazu stehe ich, das habe ich schon tausendmal gesagt, Gutes tut, um letzten Endes dann doch seine eigene Eitelkeit zu befriedigen, seinen Narzissmus, sein gern im Mittelpunkt stehen wollen und anerkannt wollen, werden wollen. Oder vielleicht auch nur, was bei mir natürlich ganz erheblich auch mitschwingt, um sich wohlzufühlen, um sich gut zu fühlen, um glücklich zu sein, wieder für ein paar Sekunden, Minuten, Stunden. Wenn man aus diesen Gründen Gutes für andere tut und dabei doch letzten Endes auch immer wieder für sich selbst, dann ist es, meine ich, okay. Ich kann es nicht anders, sonst fehlt mir ehrlich gesagt die Motivation. Ich kriege den Arsch nicht hoch. Aber gerade dann ist es natürlich wichtig, immer wieder selbstkritisch zu hinterfragen. Springt da jetzt wirklich für die anderen noch was raus oder redest du dir das nur ein? Bedienst du am Ende wirklich nur noch dich selbst oder haben die anderen auch was davon? Beziehungsweise dann, was noch viel schlimmer ist, schadest du, richtest du Schaden an, indem du deine Dinge durchziehst, dir einredest, du tust es für andere und in Wirklichkeit ist es eben nur für dich selbst. Ich weiß, wovon ich rede, denn diesen Kampf, den führe ich jeden Tag. Vielleicht habe ich ein bisschen zu spät angefangen, diesen Kampf zu führen, weil mir die Einsicht eventuell fehlte. Im Alter lernt man doch über vieles nachzudenken, sich zurückzunehmen. Und. Wie auch immer. Auf der einen Seite mein Freund gestern, dieser Bruder im Geiste, mir in jeder Beziehung, in allen Belangen ohne Ende überlegen und trotzdem spricht er mit mir auf Augenhöhe, fast sogar ein bisschen zurücknehmend. Und auf der anderen Seite diese Frau, die, das ist meine subjektive Ansicht, aus Mangel an Weitsicht, aus mangelnder Größe,
auch aus mangelnder Bildung, zumindest bezüglich Moral, Ethik, Philosophie und vielleicht sogar ein bisschen aus dem manischen Zwang, unbedingt Recht bekommen zu müssen und auch dann noch Recht einzufordern, wenn man es vielleicht sogar hat, aber es gar keinen Sinn macht, es einzufordern, vielleicht sogar schadet, es einzufordern. Diese Fälle gibt es durchaus. Zunächst einmal ist es ja schon immer die Chemie. Ich gebe zu, dass es nicht wenige Menschen gibt, wo ich mir nicht wirklich erklären kann, warum mir so unwohl ist, wenn sie sich in meiner Nähe aufhalten. Es ist das Bauchgefühl. Irgendwo passen sie nicht in das, was ich mag. Aber das ist ja genauso wie bei der Musik. Der Fachmann sagt, das ist konditioniert. Geschmack ist konditioniert. Den hat man erlernt durch seine Umwelt. Ohne im ersten Moment groß darüber nachzudenken. Vielleicht hat man dann mit der Zeit sogar die Sachen unterstützt, die einem da so ganz unbewusst eingehämmert wurden, wie auch immer. Das alte Thema konditioniert, kritiklos konditioniert oder bewusst, überlegt, analysierend, denkend, Intelligenz einsetzend, gelernt und gespeichert. Aus diesem Wissen heraus, was leider sehr wenig verbreitet ist und es mag politische und gesellschaftliche Kräfte geben, die sehr daran interessiert sind, dass dieses Wissen nicht verbreitet wird. Aus diesem Wissen heraus könnte ich nun mal gar nicht anders als zu sagen, Wertung, ja, aber Wertung darf nie bedeuten, dass man einen Menschen über den anderen stellt oder einen Menschen unter den anderen in Bezug auf eventuelle Folgen. Selbst wenn dieser Wahnsinn, um jetzt nur das krasse Beispiel zu sagen, selbst wenn dieser Wahnsinn nachweisbar wäre mit dem Rassismus oder mit minderwertigen Menschen, sei es durch Behinderung oder sonst was, selbst wenn das nachweisbar wäre, hallo, gibt das irgendjemanden das Recht, einen angeblich minderwertigen Menschen über den Tisch zu ziehen, ihm die Möglichkeit zu nehmen, so zu leben wie man selbst, mit den gleichen Vorteilen und Nachteilen? Ist man nicht eher verpflichtet, Gerechtigkeit herzustellen, indem man eben die Benachteiligten unterstützt und vielleicht sogar die Bevorzugten ein bisschen runterholt und sagt, du hast doch jetzt genug, du brauchst doch gar nicht mehr, der Rest ist doch krankhaft. Wie wäre es, wenn du die Power, die Energie, die Intelligenz, die Begabung zum Schluss als versöhnenden Abschluss deines Lebens noch einmal der Allgemeinheit zur Verfügung stellst? Viele machen das ja leider auch dann noch mit bevorzugt Projekten, die in ihre Geisteswelt passen und wenig mit Projekten, die einmal die andere Seite bedienen würden, wie auch immer. Ich selbst bin der Meinung, der Mensch ist, und
das habe ich ja schon oft genug erzählt, hoffentlich kommt es dir nicht zu den Ohren raus. Der Mensch ist komplett ein Produkt seiner Gesellschaft. Er muss dieser Gesellschaft danken, wenn das gut gelaufen ist. Und er kann von der Gesellschaft Hilfe fordern, wenn es schlecht gelaufen ist, wenn die Gesellschaft versagt hat. Das ist meine Meinung. Ich wiederhole auch gerne, dass mir natürlich in dem Moment sofort vorgeworfen wird, aha, das ist wohl eine Generalentschuldigung für all die Boshaftigkeiten, die du selbst geleistet hast oder für den Mangel an guten Taten. Um diesem Verdacht nicht ausgesetzt zu werden, habe ich schon immer, schon vor 20 oder 30 Jahren, verbindlich erklärt, diese Überzeugung, der Mensch hat letzten Endes keine Schuld. Er ist eher Opfer. Auch als Täter ist er Opfer, weil er nur tut, was die Gesellschaft ihm beigebracht hat. Ein schwieriger Gedanke, wenn man ihn zu Ende denkt. Wenn man an Kinderschänder denkt, Folterer denkt. Politiker, die Hunderttausende von Menschenleben oder noch mehr auf dem Gewissen haben. Aber ich bleibe dabei, für mich selbst soll das nicht gelten. Ich bin bereit, mich jedem Vorwurf, der an mich herangetragen wird, zu stellen und mich für schuldig zu bekennen. Und niemand soll glauben, dass dieser eitle, selbstverliebte Vorzeigenarzist Reinhard Steinbrecher nicht selbstkritisch genug ist, um sich immer wieder runterzuholen, ohne Ende. Und zwar möglicherweise viel tiefer runterholen, als es der Rest der Welt tut. Thank you.
regieren, die dort regieren und die ihnen vielleicht das Messer auf die Brust gesetzt haben. Du machst, was wir wollen. Wir brauchen diesen Krieg zum Geld verdienen. Und letzten Endes musste er sterben. Und zwar mit Sicherheit nicht, weil er den Vietnamkrieg ermöglicht hat, sondern
die das Sagen haben, aber auch in den demokratischen Bereichen scheint es da nicht wirklich eine Mehrheit zu geben, die sich dann letzten Endes auch durchsetzt. Da gibt es dann schöne Zeichnungen dazu, wo dem Menschen etwas eingetrichtert wird und er eigentlich wehrlos mit Sachen zugeschüttet wird, über die er sich entweder keine Gedanken macht oder die er vielleicht zu wenig weiß, um es dagegen zu wehren. Eingetrichtert werden soll, aber es passt mir gut ins Konzept und in meine Interessen. Und so funktioniert es und weiter funktionieren. Und das sind die Menschen, die ich jetzt mal mit in meinem ganz eigenen Sprachgebrauch konservativ nennen würde. Was immer das Wort konservativ ansonsten ja so bedeutet, das kann man googeln oder im Duden nachschauen, auf die alten Bücher.
nicht nur an konditioniert, dass sie durch Gefühlen gehen und dann auch in 100.000 Jahren keine Argumente mehr gelten lassen, keine Argumente an sich heranlassen. Mit diesen Menschen kann man nicht reden, das lohnt sich nicht. Natürlich gibt es einen ganz bestimmten Typus von Menschen, der genau deswegen Beamter werden will, weil da alles so seine Ordnung hat und seine Anständigkeit und seine Moral und da keine Fragen stellen muss, sondern einfach blindlings den Paragrafen folgt. Was übrigens nicht stimmt. Natürlich muss jeder Paragrafen leben und folgen werden. Muss jeder leben, der kann auf den Sinn zu machen. Wie gesagt, da haben wir halt viele in den Gebieten,
ist das absolut abartigste Beispiel der mitfühlende, der empathische Mensch. Für den ist ein Opfer jemand, der ohne eigene Schuld durch ein ganz großes Unglück in Not geraten ist, Opfer irgendeines schlimmen Sachens und irgendeines Lebens vertieft und ehrlich. Wir haben nur ganz ehrlich und vieles mitgefühlt. Aber für eine ganz bestimmte Spezies von Mensch ist das. Komplett pervertiert. Opfer ist jetzt jemand, den man allein, indem man ihn Opfer nennt, in einer perversen Art beleidigt, die kaum mehr zu überbieten ist. Und den darf man dann auch noch treten, wenn der schon am Boden liegt und wehrlos ist und sich auch ergibt. Und in diesem Zusammenhang gibt es dann natürlich noch die Perversion vom Gutmenschen, der also nicht, wie man vermuten könnte und wie es ich ursprünglich immer gedacht habe, ein wirklich guter Mensch ist, ein ehrlich, aufrichtig guter Mensch, sondern der Gutmensch ist halt grundsätzlich einer, der so tut, als ob, und in Wirklichkeit ist er Drecksau. Leider, diese Perversion nicht ganz umsonst, denn ich habe ohne Ende Menschen erlebt, die sich als Gute ausgegeben haben, als Christ oder als Nächstenliebender und. Solange sie es sich leisten konnten, solange es ihnen nichts gekostet hatte, solange es nicht sie selber wirklich touchierte. Aber in dem Moment, wo so ein Mensch dann selber Farbe bekennen muss, selber mal sich einbringen muss, selber was bezahlen muss. In so einem Moment haben die dann sehr schnell ihr wahres Gesicht gezeigt. Den Schwanz eingezogen und plötzlich war alles ganz anders. Da habe ich Pferde kotzen sehen und da habe ich gesehen, wie Leute aus der RAF zum Neonazi wurden. In diesem Sinne habt es alle überstanden. Ihr dürft mich für einen Arschloch halten, das ist kein Problem. Und ich war es und bin es immer wieder, wenn ich mich nicht im Griff habe. Aber vielleicht gehört er zu den Menschen, die sagen, ich mag ihn nicht. Ich, wenn ihn nur sehe, aber ich lasse ihn einfach so stehen und fertig. Und wenn ich nur seine Videos schaue, weil ich geil drauf bin, mich über ihn zu amüsieren. Und tschüss und tschüss und tschüss. Und versäumt nicht, so er es euch richtig geben möchte, unter Wilfried Liebe auf YouTube, Pseudophilosophie, Pseudopolitik und das, was Wilfried Liebe alias Reinhard Steinbecher alias DJ Stoney für Poesie hält oder für Gedichte hält oder für Essays hält. Vielleicht ist irgendwas dabei, was euch sogar vom Bauch her mitnimmt. Lyrik funktioniert übrigens, besonders bei mir, durchaus über den Bauch.
Ach, wie auch immer. Tschüss jetzt und sucht euch ein gutes Video auf YouTube. Ja, da habe ich noch einen Tipp. Habe ich jetzt erst entdeckt? Mein spezieller Lieblingsfranzose hat ohne Ende französische Chansons mit Schnulzencharakter gemacht, aber auch mit Jean-Michel Jarre, diesem großen Keyboard, was weiß ich, Spezialisten aus Frankreich, zusammengearbeitet. Und, man höre und staune, mit dem Schlagzeuger von Vanilla Fudge Carmine oder Carmine, wie sich der ausspricht, weiß ich nicht. Apice oder Apice oder... Sorry, ist meine absolute Nummer 1 Lieblingsgruppe, aber ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ich bin ihm schon persönlich begegnet in Nürnberg, aber ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Also mit diesem Drummer zusammen, Christophe, das gibt's jetzt tatsächlich auf YouTube. Und habe ich ein Lied entdeckt, vielleicht gibt es auch mehrere, wo er sogar Englisch singt. Ich liebe natürlich sein Französisch, ist klar. Also guckt da mal nach Christophe mit diesem, geschrieben wird er Carmine mit C, Apice, auch wieder mit C, 2 P. Hör ich das an. Ist natürlich nur was für Spacey, Psychedelic, Dream, ach, wie auch immer. Und wenn nicht, dann hört halt Karel Gott. Lasst euch von Florian Silbereisen verwöhnen. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Tschüss.